Ja, einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen. Heute aus neuem Studio SFF-TV mit aktuellen Themen aus Kultur, Gemeindepolitik und Sport. Das WM-Jahr 2006 war auch für den DSV Sontheim ein sehr erfolgreiches Jahr. Nach 5 Jahren Fußballabstinenz trat wieder eine Mannschaft in der A-Klasse an. Was dann folgte, versetzte selbst die Fachwelt in Erstaunen. Am letzten Spieltag ging es in Bastheim um den begehrten 2. Tabellenplatz, der zum direkten Aufstieg in die Kreisklasse berechtigt. Harald Götz in Bastheim. Die Mannschaft ist ja an diesem Nachmittag buchstäblich über sich hinausgewachsen, oder? Ja, Matthias, ganz recht. Die Sontheimer eindeutig die dominierende Mannschaft in Bastheim. Sie spielen konsequent nach vorne und waren wie hier oft nur durch ein Foul zu stoppen. Freistoß. Jochen Benkert und abgewehrt. Das war knapp. Dann Ecke von links. Heiko Rosenkranz steigt hoch. Kopfball. Knapp vorbei. Schade. Die 10. Minute. Stefan Kraus. Er sorgte unermüdlich für Druck aus dem Mittelfeld. Schöner Doppelpass mit Michael Prinz. Spielt dann weiter nach links außen zu Stefan Herbert. Der riecht förmlich den Braten. Dreht sich vom herauslaufenden Torwart weg. Nimmt Maß. Und Tor. Kurze Zeit später bricht Christian Häusl in den Strafraum durch. Schuss! Oh, das wäre das 0:2 gewesen. Sauber, Christian! Sauber, Christian! Etwas später startet Tobias Herbert von der Mittellinie. Will's alleine machen. Tanzt sich vorbei, kämpft sich durch. Und Tor! Die vollbesetzte Ehrentribüne mit der Prominenz tobt vor Begeisterung. Aber nicht lange, denn das ständige Pressing des TSV schafft andererseits wieder Raum für Konter. Und er kommt über den linken Flügel. Gefährlich. Stefan Kraus geht mit, drängt ihn ab und... Lars Kümmert klärt. Gut gemacht. Halbzeit 0:2. Die Sontheimer Hooligans heute weitgehend friedlich. Gute Stimmung in der Südkurve und das sollte auch in der zweiten Spielhälfte so bleiben, denn das Powerplay geht weiter. Wieder Tobias Herbert im Alleingang, setzt sich durch und Tor! Wie eine Maschine pflügt er sich nach vorne, ignoriert jeden, der sich ihm in den Weg stellt und macht's. 0:3. Toll gemacht. Dann fast der Anschlusstreffer. Tobias Herbert geht dazwischen und Torhüter Lars Kümmert hat aufgepasst. Neuer Angriff über Manuel Wittfeld. Zu Michael Prinz, der zögert nicht lange und Tor. Riesenjubel. Jetzt kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Kurze Zeit später. Michael Prinz kann sich lösen und stürzt im Strafraum. Das war nicht astrein. Kein Foul, sagt jedenfalls der Schiedsrichter und die Chance zum 1:4. Oh, Glück für den TSV. Foul oder nicht, die Zeitlupe. Ja, das Bein geht hoch. Protest. Und anstatt Elfmeter gibt der Schiedsrichter Torabstoß. Sontheim wie gelähmt. Der Schiedsrichter deutet auf das Tor, da kommt auch schon der schnelle Torabstoß, zur Mittellinie gefährlich. Alles frei und mit den Fingerspitzen kann ihn Lars Kümmert gerade über die Latte lenken. Das war knapp. Dann plötzlich Michael Prinz von rechts und Tor. Das ging so schnell, dass man gar nicht mitkommt. Die Zeitlupe. Flanke auf Manuel Wittwer. Der nimmt die Hacke
Und Andi Manger macht den Sack zu. Das 0:5, schön gemacht. Ja, und das war auch zugleich der Endstand. Damit spielt der TSV Sontheim nächste Saison in der Kreisklasse. Wer hätte das noch vor einem Jahr gedacht? Glückwunsch an die Mannschaft, die wirklich Grund zum Feiern hat. Das war's. Letzte Eindrücke vom Bastheimer Spielberg. Und Rückpass an Matthias Diemer im Studio. Ja,